Unser Ziel ist, den Kindern die Orgel näher zu bringen, denn dieses Instrument ist überall vertreten, aber doch gehört es so in den üblichen Unterrichtsstoff, gehört es eigentlich kaum rein, weil es eben sehr selten auch zu sehen und zu hören ist. Und uns von Elbphilharmonie Kompass war es wichtig, die Kinder von verschiedenen Seiten mit der Orgel vertraut zu machen. Wir haben im Vorwege eine Führung gemacht bei Rudolf von Beckerath, diese Orgelbauwerkstatt in Tonndorf. Da haben wir die Orgeln besichtigt und durften wirklich überall in der ganzen Werkstatt auch rumlaufen und den, sag ich mal, den Handwerkern zuschauen, über die Schultern gucken, wie sie die Orgel produzieren. Bei den Kindern geht es eigentlich darum, ganz in groben Zügen zu erklären, wie so ein Instrument, eine Orgel, was ja auch nur ein großes Blasinstrument ist, wie das eigentlich funktioniert. Hier geht es wirklich darum, Interesse an Musik, am Instrument und am Experimentieren einfach zu wecken und das dementsprechend auch zu fördern. Wir machen schon relativ oft hier Führungen mit vielen Gruppen, hauptsächlich aus Seniorengruppen. Dass es aber wirklich jetzt mal so junge Kinder sind, die sich für das Thema doch begeistern möchten und vierte Klassen sind, ist doch eher ungewöhnlich. Aber was ganz, ganz Schönes für uns, weil es auch für uns mal wieder eine ganz andere Sichtweise auf das Thema Orgel ist. Und wir finden das ganz toll, dass wir das begleiten dürfen. Im zweiten Schritt waren wir mit den Schulklassen im Mariendom, um die Orgel genauer anzugucken. Herr Professor Eberhard Lauer, der Kirchenmusikdirektor des Doms, hat die Orgel in allen Teilen erklärt. Er hat einzelne Pfeifen rausgenommen, sodass die Kinder genau sehen konnten, wie die Größenverhältnisse sind. Er hat Register erklärt, also was passiert, wenn die einzelnen Knöpfe rein und raus gehen. Und die Register kann ich jetzt auch mal so ein bisschen benutzen. Ich habe da mal was rausgesucht. Sehen, ob das jetzt stimmt. Wir durften hinter die Orgel gehen, um zu sehen, wie groß ist dieses Instrument eigentlich, was man ja von vorne, wenn man nur das Prospekt sieht, nie erkennen kann. Im Anschluss bei den Schulbesuchen ging es dann darum, mit den Kindern eigene Orgeln zu bauen. Das Material kam teilweise von den Schülern selbst. Die Kinder sollten ihre Ideen mitbringen, von zu Hause Alltagsgegenstände mitbringen. Die Elbphilharmonie hat eine ganze Kiste mit unterschiedlichen Materialien uns zur Verfügung gestellt, die wir in den Schulen benutzen konnten, um dann unsere Klangmaschinen zu bauen. Während des ganzen Projektzeitraumes von einem halben Jahr waren wir viermal in den Schulen und haben teilweise auch Puffertermine einberufen, wo wir gesagt haben, wir brauchen dringend noch Zeit für einen Bau eines Instrumentes oder wir müssen musikalisch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Die, die jetzt hier im Publikum saßen, ja, könnt ihr mal sagen, was euch aufgefallen ist? Woran kann man jetzt feilen mit dem, was wir gehört haben? Uns war es auch wichtig, von Seiten der Elbphilharmonie die Lehrer frühzeitig in das Projekt einzubinden. Wir haben schon im Vorfeld einen Lehrerworkshop und auch einen Elternworkshop durchgeführt, um überhaupt die Ideen dieses Konzeptes zu erläutern. Dann haben Sie die Orgel mal kennengelernt, sind vielleicht auch schon in der Werkstatt gewesen. Dann Pläne machen, überlegen, was wollen Sie bauen, was haben Sie für Ideen, sich gegenseitig vorstellen. In verschiedenen Zwischentreffen haben wir uns mit Eltern, Lehrern und auch Schülern getroffen, um die Ergebnisse sich gegenseitig vorzustellen, um dann einen gemeinsamen Weg für das Abschlusskonzert einzuschlagen. Also jetzt ist es so, ihr könnt euch jetzt noch weiter entspannen und einfach jetzt mal zuhören, was ihr schon gebaut bzw. auch gearbeitet habt. Denn es gibt schon teilweise auch kleine Musikstücke. Die Kinder sollen den Wert von Musik erfahren und erkennen.
Also was es für Sie bedeuten kann, mit Musik umzugehen, Musik zu spielen, auch sich in diese Kontemplation hineinzubegeben, einen Klang nachzuforschen. Und die Orgel, die Sie in Halle dann, die ist das Thema. Aber sie ist nicht das Ziel eigentlich. Sie ist das Mittel zu diesem Zweck. Alle Instrumente legt ihr mal bitte vor euch auf den Boden. Natürlich ging es auch irgendwann darum, auf den Höhepunkt des Abschlusskonzertes hinzuarbeiten. Und dann haben wir versucht, diese musikalischen Stücke zu erarbeiten. Also wir haben jedem Klang ein bestimmtes Symbol zugeordnet, sodass es wieder erkennbar ist. Und haben mit den Kindern dann festgelegt, so wie es in der Musik auch ist, dass jede Note einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Funktion hat. Und wir machen das wieder so, dass es ein Vorspiel gibt von euch beiden. Und ihr fangt an und wenn ihr aufhört, fängt die Partitur an zu spielen. Okay? Es geht uns darum, Kinder an Musik heranzuführen, an Kultur heranzuführen, aber natürlich auch, sie an den Kirchenraum heranzuführen. Hier erleben sie den Kirchenraum als einen Raum, wo sie selber etwas tun dürfen, wo sie kreativ sein dürfen, wo sie sich frei bewegen dürfen. Nicht als einen Raum, wo nur Regeln gelten und ein bestimmter Code, wie man sich zu verhalten hat, sondern wo sie als kleine Menschen ernst genommen werden. Hier stehen sie auch mal im Mittelpunkt. Das ist auch, glaube ich, für viele beim Abschlusskonzert eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Ich freue mich sehr auf dieses Stück, weil es doch herausfordernd ist für uns alle, das zusammenzusetzen, weil wir nur nach Uhren spielen. Wir haben jeder eine Uhr, die tickt und die Minuten und Sekunden laufen und das Stück muss weitergehen. Und da bin ich sehr gespannt. Wir haben die einzelnen Teile jetzt geübt mit den Schülern und hoffen, dass wir alle genug gute Nerven haben, dass das Stück dann auch im Ablauf reibungslos geht. Um auch immer so tonale Inseln zu schaffen, haben wir dann mit diesen schönen Klangbausteinen gearbeitet und diesen dirigierten Passagen, wo die Kinder einfach immer dann diese Töne spielen. Wenn sie alle zusammengespielt haben, dann waren das die 12 Töne des chromatischen Totals. Jede Klasse hatte eine Quint zugeordnet bekommen und der Organist wusste, wann später hin nachher nur einzelne Töne gespielt worden wurden und konnte dazu tonal dann improvisieren. Ein besonderes Projekt ist es vor allem wegen der guten Idee. Die Grundidee, dass Kinder sich auf unterschiedliche Weise der Orgel annähern, als Instrumentenbauer, als Komponist und als ausübender Musiker und so mit dem Instrument vertraut werden, diese Grundidee ist einfach klasse.